Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute zeige ich euch mal, wie ihr in GTA Online unsterblich werden könnt. Das Ganze funktioniert in öffentlichen Sitzungen, Einladersitzungen, auch Crew-Sitzungen. Total egal. Nur ganz wichtig, Leute, bitte, wenn ihr diesen Glitch macht, nutzt den nicht an anderen Spielern aus. Kannst du Reports führen. Und ich sag euch so, wie es ist. Ich hafte nicht für Account-Sperrungen, Bannungen oder sonstigen Account-Verlust. Das heißt, ihr bestimmt selber, für was ihr diesen Glitch benutzt. Ihr könnt das Ganze hier ohne Voraussetzungen machen. Ihr braucht nichts Spezielles dazu. Wir müssen nur ein paar kleine Vorbereitungen noch treffen und dazu drückt ihr als allererstes mal dauerhaft auf euer Touchpad, um das Interaktionsmenü zu öffnen, geht ein Stückchen weiter nach unten zu Markierungen ausblenden und macht jetzt bei Jobs, Events und auch bei sonstiges überall auf Ausblenden, so dass euch auf der Karte nichts mehr angezeigt wird, außer Basis, Bunker und das, was ihr euch an Immobilien gekauft habt. Dann noch einmal die Optionstaste drücken. Geht auf Online und unter Online nochmal auf die Option. Hier müssen wir auch noch ein paar kleine Sachen einstellen. Und zwar einmal hier die Zuschauertribüne müsst ihr auf Nicht-Beitreten einstellen. Dann Zuschauer erlauben auf Aus. Spielersuche muss geschlossen sein. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter nach unten. Und zwar dann hier unten haben wir Bleibe Host. Nach der Jobabstimmung macht ihr hier auf Aus. Dann habt ihr hier eigentlich schon alles gemacht. Geht hier mit Kreis komplett raus. Dann begebt ihr euch jetzt hier einmal zur Arena. Entweder geht ihr an die eine Seite oder ihr geht an die andere Seite. Ihr solltet hier auf jeden Fall eine Kasse finden, wo ihr euch ein Eintrittsticket kaufen könnt für die Arena. Ihr seht das oben links mit rechter Pfeiltaste, können wir uns jetzt ein Ticket kaufen. Jetzt macht ihr noch Folgendes. Einmal das Handy hoch, ihr geht auf die Kontakte, ruft jetzt Simon an oder Ron und fragt die nach einem Job. Wir gehen jetzt hier auf unsere Jobliste. Ihr seht, ich habe das ja schon mal getestet. Ich habe hier von Simeon einen, von Ron und von Martin einen. Wir nehmen jetzt den von Martin. Ihr geht jetzt hier mal drauf mit X und startet das Ganze. Ihr seht im Hintergrund, wir haben jetzt die Wand der Kasse. Ihr geht jetzt hier auf Kreis einmal, so dass ihr diese Meldung bekommt. Und jetzt ist ein bisschen Timing gefragt. Wir drücken jetzt hier gleich einmal X und spammen dann die rechte Pfeiltaste so lange, bis wir im Black Screen sind. Im Black Screen drückt ihr dann nur noch zweimal die rechte Pfeiltaste und wartet dann ab, dass ihr entweder die Arena von außen seht oder ihr direkt neben der Kasse steht und zwar unsichtbar. Also X, rechte Pfeiltaste durchspammen, hier noch zweimal drücken und jetzt warten wir ab. Ihr seht, ich bin jetzt hier unsichtbar und jetzt ganz wichtig, einmal X drücken. Ihr seht, wir haben jetzt $10 gezahlt und können uns jetzt hier auch fortbewegen wieder. Solltet ihr jetzt trotz dessen noch in einen Job reingezogen werden oder in der Arena landen, habt ihr irgendwas nicht richtig eingestellt. Wenn jetzt alles richtig gelaufen ist, könnt ihr jetzt im Waffenrad hier mal die Haftbomben auswählen. Wir hauen die mal hier hin, linke Pfeiltaste drücken und ihr seht, wir bekommen hier keinen einzigen Schaden. Ihr bekommt keinen Schaden von anderen Spielern, ihr bekommt keinen Schaden von NPCs, von der Polizei und ihr könnt euch nur selber töten, indem ihr im Interaktionsmenü hier einmal auf Selbstmord geht, dann hebt sich der Glitch automatisch komplett auf. Wenn jetzt ein Heist startet, eine Mission startet, ein Rennen startet, dann geht das Ganze natürlich auch verloren, das heißt, ihr seid dann nicht mehr unsterblich. Damit könnt ihr ein bisschen die Stärke skillen, indem ihr die ganzen Polizisten einfach wegboxt und ansonsten, wie gesagt, nutzt das bitte nicht an anderen aus, führt nur zu Report und zu Ärger. Das war's nun erstmal von mir, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.